Klappt alles? Naja, das Licht, ich habe... Das Licht muss blau bleiben. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Okay. Ja, ich würde auch ungern einen Laser reinfassen. Also es ist eigentlich nicht so die intelligente Idee, aber ich meine, wenn sie Spaß dran hat. Was haben wir denn hier noch? Ausrüstung. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wieso ob? Frage der Technik. Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Okay. Dass wir das... Frage der Technik, ja. Ausrüstung... Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Ich wäre dann soweit. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Alles klar, rein komme ich nicht. Dann gehe ich jetzt wirklich mal schlafen. Macht mir gerade echt ein bisschen Angst, dass hier jemand ist, der... weiß, was wir hier tun. Oh, eh. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Okay. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Salvador war richtig froh, als wir die endlich aus... Er meinte... Ich kann gar nicht schlafen gehen. Ach, alles klar. Ich muss mir wahrscheinlich den Membran nehmen. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Okay, das heißt, wir müssen nach oben. Laser, ist der Membran hier irgendwo auf dem Tisch? Ich schau mal ganz kurz so nach. Hoch kann ich nicht. Zeitkapsel. So. Was, wenn ich die Batterie... Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Was, braucht er die vielleicht? Die lag unter deinem Schlafsack, Delvin. Wie ist die denn da hingekommen? Du kannst sie haben. Danke. Okay. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Alles klar, okay, dann kann ich vielleicht die... Der Bohrer ist ein ziemlich geniales, multifunktionales Werkzeug. Er ist bei uns kaum noch wegzudenken. Verstehe ich, wenn wir unter der Erde wohnt. Schreibtafel. Küche. Ah, warte mal. Nee. Macht sie nicht. Container, Vorräte. Was könnte ich mit dem Bohrer anstellen? Ich meine, es ist ja bestimmt nicht einfach so da. Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Es scheint immer noch. Nach unten komme ich auch nicht, gell? Probier noch mal nach oben zu kommen. Kann ich vielleicht so ein zweites Loch damit reinbohren? Der Bohrer war viel zu schwach, um mich durch die Wand zu schießen. Konnten Sie ihn nicht aufmotzen? Ja, aber sowas ist nicht einfach. Wenn du mich also bitte weitererzählen lassen würdest. Das heißt, er hat einen Datenkristall da noch liegen. Lesegeräte. Hier vorbei komme ich nicht. Hier ist anscheinend noch was eingestürzt. Es gab nur noch eine Tür in das Bibliotheksgebäude. Ich hoffe, sie war verschüttet. Ja, das war sie.
Aber wieso hoffst du das? Ach, kommen Sie schon. Sie haben doch damit angefangen, die Welt kaputt zu reden. Ich wäre enttäuscht, wenn mal etwas funktioniert hätte. Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Okay. Dann schauen wir hier nochmal nach. Also der ist immer noch sehr ungläubig, egal was wir ihm erzählen. Hier ist noch eine zweite Lampe. Was ist, wenn wir die auch noch ausschalten? Ich weiß, vielleicht bringt das ja irgendwas, wenn wir die Lampen alle ausschalten. Wir haben drei Lampen. Lampe ausschalten. Ich gehe nochmal nach oben. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Das Licht blau. Kann ich ihm vielleicht... Kannst du einen Schraubenzieher gebrauchen? Nein, danke. Der Laser benötigt ganz präzise Instrumente. Ach so. Seife? Brauchst du Seife? Na, danke, Faye. Das fehlte mir heute noch. Das ist nett. Okay, Nee. Hier, ein Messer. Dasselbe habe ich doch auch, Faye. Ach ja. Ah, das ist ihr Messer, alles klar. Nee, hä? War das ihrs? Guck mal, das habe ich gebastelt. Bist du damit durch San Francisco gepaddelt? Ja. Alle Achtung. Das würde ich an deiner Stelle... Okay, gut, das geht also auch nicht. Ausrüstung, Ausrüstung. Was geht das alles in die Kaps... Wie? Sind dir die Sachen... Danke. Nee, es ist ja... Es ist gerade sehr seltsam. Was soll ich denn noch machen? Auf keinen Fall. Batterie an die Zeitschraubse anschließen. Schraubenzieher. Die macht bestimmt nichts an der Zeitkapsel, aber ich probiere es einfach mal waschen. Nee. Nee, will's auch nicht. Okay. Geh ich mal wieder runter. Aber was? Was können wir jetzt hier noch machen? Einrollen will sie ja nicht, aber ich habe jetzt einfach mal irgendwas geklickt. Das wäre gemein. Er will sich... Durchsuchen. Sonst ist hier nichts mehr, das seinen Schlaf stören. Ansehen. Salvador hat seinen Schlafsack gar nicht erst aus... Ich darf aber nicht schlafen. Geh ansehen, durchsuchen. Salvador war richtig froh. Er meint... Truhe. Eine verriegelte Truhe, in der Salvador seinen Kram bunkert. Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Ah, da ist bestimmt irgendwas Wichtiges drinnen. Besser nicht. Nee. Das mit Bohr geht doch nicht, gell? Vorräte, Kühltruhe... Was ist, wenn die eingeschalten sind? Bringt auch nichts. Darin haben wir den Kleinkram-Trans... Was habe ich, wenn ich jetzt nochmal... Ich habe ihn vorhin auch... Da ist nichts... Hier ist doch vorhin so ein Vieh lang gekommen. Da ist nichts mehr. Okay, es geht also auch nicht. Und hier haben wir nichts mehr. Bücher, zwei PCs... Ach, da haben wir noch ein Loch jetzt. Das war ich. Das wird nichts. Es ist viel zu tief und zu dunkel. Kann ich da...
Das irgendwie vergrößern geht nicht, gell? Weiß nicht. Wenn ich mit der Stange eventuell... Nee. Kann sie auch nicht. Mit diesen Geräten kann man die Datenkristalle auslesen. So, die Tiefe muss gehen. Salvador arbeitet hier schon und kann mit dem Ding sowieso viel besser umgehen. Bedeutet dir Nigels Überleben denn gar nichts? Mach deine verdammte Pause! Geht also auch nicht und ich komme hier aber auch nicht lang. Hier ist irgendwas noch passiert. Hier sieht man das. Da kann ich jetzt nicht mehr lang gehen. So viele Bücher habe ich. Die würden in meinen Händen. Geht also immer noch nicht. Okay, wie gehen wir hier lang? Ich komme mit der Tastatur noch nicht ganz zurecht. Ich drücke mal auf links, wenn ich laufen möchte. Leider funktionieren sie nicht. Okay. Zuverlässig, Strahl. Warum steht die aber hier, ist die Frage. Lieber nicht. Kann ich so eine von den kleinen Lampen kaputt machen, eventuell? Vielleicht auch die hier. Nee. Batterie aufladen keine dran. Keine Ahnung wie. Ach nee. Nee, ist ja Schwachsinn, aber... Ich weiß nicht, was ich... Kann ich vielleicht das Ding anschließen an das Display? Nein. Nee. Wenn nee. Moment. Aufschraube? Nö. Wir brauchen jetzt irgendwo dieses Ding her. Nö. Nee. Ich sollte Delvin besser direkt fragen, wie ich den Bohrer verstärken kann. Wenn sie das dahin gibt... Auf keinen Fall. Hat schon eine volle Batterie. Ich frage ihn nochmal. Aber der will mir ja nichts Direktes sagen. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch nichts. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Das Licht muss also blau bleiben. Das Licht muss blau bleiben, ist mir schon klar, aber wie halte ich Licht? Danke. Blau! Wir haben noch eine Farbreklame, kann ich da vielleicht blaues Licht abmachen? Oder das ansehen, weil das sind ja auch blau, die Dinger. Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte das nicht. Geht nicht, aber vielleicht kann ich von der Farbreklame so ein blaues Ding abmachen. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Die Kugel war doch blau. Kann ich das vielleicht irgendwie... Ach, nee. Die Leuchtschrift ist ja ein Ding, ne? Das hat keinen zweiten. Flackernder Buchstabe. Dieses rote Glas ist viel zu dick. Die Konstruktion viel zu wackelig. Entweder breche ich mir die Hand oder Salvador kommt nicht mehr zurück. Ach nein, das wäre beides nicht nett. Okay. Wenn ich... Lieber nicht. Wenn ich mit dem Laser durchschieße? Mal sehen. So, ein kleines rundes Stück Glas und leuchtend rot. Das klappt ja immer besser mit dem Bohrer. Alles klar. Wenn ich ihm das jetzt bringe, ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Ich habe so das Gefühl, die macht gleich ein ganz was ganz Schlimmes. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Dafür wird er sich nicht wirklich interessieren. Ach so, alles klar. Gute Idee. Ich tausche den Blaufilter durch die rote Scherbe aus. Bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Fantastisch! Es funktioniert wirklich. Hier, ich denke, du kannst die Membran haben.
Aber sei vorsichtig damit. Yay, so das einfach ist geht das. Ist denn nur ein Netz? Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ich habe eben im Lager eine Batterie gefunden. Dann hast du alles, was du brauchst. Okay, danke. Membran. Rein damit. Jetzt liegt die Batterie im Netz. Und jetzt so? Jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Na, hoffentlich wird der Salvador jetzt nicht wütend, wenn wir das machen.